got a little love on a little honeymoon. Got a little dish and you got a little spoon. Little bitty house and a little bitty yard. Little bitty dog and a little bitty car. It's all right to be a little bitty. Little hometown or a big old city. Might as well share, might as well smile. Life goes on for a little bitty while. Eine gute halbe im Schweizer Haus im Wiener Prater ist das Schönste, was es gibt. Und so fängt man das Interview an mit Wolfgang Holbein und mit Dieter Winkler. Wolfgang Holbein, der begnadetste deutsche Autor, circa 43 Millionen verkaufte Bücher, circa 200 Bücher hat er überhaupt geschrieben. Und auf die Welt gekommen ist er in Weimar, aber leben tut er in Neuss am schönen Deutschen Rhein. Und Neuss liegt direkt gegenüber von Düsseldorf und Wolfgang hat eine sehr große geschichtliche Bedeutung. Ja, also Neuss, das historische Neuss, ist die zumindest größte, wenn nicht älteste römische Siedlung auf deutschem Boden. Daher der Name Novesium oder Novesium. Und auch wenn ich nach meiner Rückkehr nach Deutschland gesteinigt werde, vor gar nicht mal so langer Zeit war Düsseldorf ein Vorort von Neuss. Hat sich aber mittlerweile ein bisschen geändert. Okay, gut. Jetzt würde ich vorschlagen, Wolfgang und Dieter, jetzt trinken wir mal ein Schluckerl. Das ist natürlich im Wiener Prater eine ganz große Notwendigkeit. Prosit. Und Georg Danter macht auch Prosit, das ist ganz klar. OTV und Georg Danter, ist nichts. Wolfgang, jetzt zu deinen Aktivitäten. Du schreibst 200 Bücher aus dem, wenn man es groß nimmt, aus dem Fantasy-Bereich. Ich mag das Wort Fantasy gar nicht, aus dem Fantastischen. Ja. Ich finde das Wort nicht, weil es ein deutsches Wort ist, es trifft es besser. Fantasy ist so ein bisschen auch abgenutzt und auch ein bisschen missbraucht worden, ja, in den letzten Jahren. Fantastisch trifft es eigentlich. Also ich mag alles, was so einen halben Schritt oder auch ein paar mehr neben der Wirklichkeit steht. Darf ich so ein bisschen erweitern in Horror, Science Fiction? Ja, eigentlich alles. Ich mag es eigentlich auch gar nicht, so Etikette drauf zu kleben. Also das ist auch so eine, ich glaube, typisch deutsche Unsitte. In dem Buch kommen Raumschiffe vor, das ist Science Fiction und da ist ein Gespenst, das ist Horror und da ist ein kleiner Mensch mit großen Füßen und langen Ohren, das muss Fantasy sein. Ich finde das viel lustiger und viel spannender auch als Leser. Wenn man es gar nicht so genau weiß, so Geschichten, die, wo man überlegt, was ist das jetzt, in welches Genre gehört das? Wolfgang, die Frage, die wir jetzt alle hätten an dich, 200 unterschiedliche Bücher, 43 Millionen Mal verkauft, du schreibst, was ich so weiß, vorwiegend nächtens, also wenn es finster ist draußen, warum? Das hat einen ganz banalen Grund. Das fing an, als ich angefangen habe zu schreiben, zu Hause zu schreiben oder es zu meinem Beruf gemacht zu haben. Da hatten wir einfach keinen Platz für ein eigenes Arbeitszimmer. Da musste ich im Wohnzimmer schreiben. Und natürlich warten, bis die Kinder so langsam eingeschlafen sind und meine Frau etwas später auf der Couch auch. Mittlerweile hat sich die Wohnsituation geändert. Also ich habe jetzt ein eigenes Arbeitszimmer. Aber ich habe mich so daran gewöhnt, dass ich inzwischen behaupte, erstens ist das mein natürlicher Rhythmus. Ich war immer schon eine Nachteule. Zweitens sind Menschen nicht für das Leben im Tageslicht geschaffen, sonst hätten wir keine Augenlider. Ja. Aber es war einfach, es war Zufall. Es hat sich so eingespielt. Ich mache das jetzt eben die ersten 5, 6 Jahre aus Not und mittlerweile ist das mein Lebensrhythmus geworden. Das ist aber auch gar nicht so dramatisch, wie viele glauben. Also ich erlebe immer wieder, dass Leute sagen, oh, du arbeitest nachts, schrecklich. Aber man überlegt, dass ein erklecklicher Prozentsatz der Bevölkerung Nachtschicht macht, ob das jetzt ein Busfahrer ist oder sonst was. Da sagt keiner, oh, du Armer, musst nachts arbeiten. Wenn man als kreativer Mensch das macht, ist das plötzlich was anderes. Du bist auch eine Zeit deines Lebens, Wolfgang, Nachtwächter gewesen. Ja. Hast also auch da die Nacht ausgenützt, wahrscheinlich zu schreiben. Inspiriert hat dich am Anfang Karl May? Inspiriert ist ein zu großes Wort, aber ich habe tatsächlich mit Karl May das Lesen gelernt. Das Lesen habe ich natürlich in der Schule gelernt, aber die ersten richtigen Bücher, die ich wirklich bewusst gelesen habe, also das allererste war Winnetou 3, sinnigerweise, habe ich geschenkt bekommen. Und dann habe ich, glaube ich, 2, 3 Jahre nichts anderes gelesen als Karl May.
Und ich glaube, das hat mich natürlich beeinflusst. Das ist ein bisschen, daher kommt so ein bisschen mein Hang zum Fantastischen, sicherlich auch manchmal zum Schwafeln, was mir manchmal mit Recht vorgeworfen wird, aber zu den großen epischen Geschichten, das Erschaffen von Welten. Und das finde ich, ich schaue heute noch ab und zu mal in Karl May rein, das hat er damals einfach genial gemacht. Also im Grunde hat er nichts anderes gemacht als die heutigen sogenannten Fantasy-Autoren. Er hat den Leser an die Hand genommen und hat ihn in eine völlig fremde Welt entführt, was es ja damals war für die Leute. Und insofern, ohne Karl May sitze ich wahrscheinlich jetzt hier nicht. Gut, dann trinken wir auf Karl May. Wolfgang, es freut mich, dass ich dich kennenlerne. Ich bin die Angie Blue von WoTV und ich wollte fragen, ob du mit mir ein Interview in der Geisterbahn machst. Hast du Lust? Warte. Ja, hier in Brandenburg. Natürlich, sofort. Ja, dann machen wir uns auf, oder? Passt, super.